Schönes Gebiet, schöne Musik, da macht es doch richtig Spaß, anfangen zu zocken. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich glaube, es ist Zeit für Schneidern. Ich habe doch wieder ein bisschen Stoff. Und letztes Mal wollte ich nicht mehr schneidern, da wollte ich ins Bett und aufhören. Und ein bisschen Stoff haben wir. Oh nein, ich will nicht Namensplaketten. Ich suche. Was suche ich denn? Ich suche eine. Ein Gasthaus, wo ich meinen Ruhestein setzen kann. Ja, oder? Willkommen, Fremdling. Nimm Platz und warte die Ausgangssperre ab. Hört ihr das nochmal? Wein nach Art des Reichs aus Pilzen gebraut. Wählt euer Gift. Nochmal, Achtung. Die langen Nächte sind oft hart. Macht das Beste aus dem Tag. Das ist die Synchronstimme von Bart Simpson. Und von, ich glaube, Hilary Swank oder so. Also das ist eine bekannte Synchronsprecherin. Die hat für World of Warcraft schon einiges gesprochen. Würde ich mich wirklich sehr, sehr täuschen, wenn dem nicht so wäre. Wir haben hier eine Instanz, wir haben hier Aufgaben, ich weiß, aber ich möchte jetzt kurz schneiden. Wir porten zurück nach Donegal. Und, ja, diese Grundstimme von Bart ist sehr, 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 sehr prägnant. Ich glaube, im Amerikanischen, also von den Simpsons, im Amerikanischen wird die, glaube ich, auch von der Frau gesprochen, der Bart. Simpsons habe ich schon seit Jahren nicht mehr geguckt, nicht weil die Simpsons schlecht geworden sind oder wären, sondern ja, man zieht halt irgendwann weiter und irgendwann ist der Drops gelutscht oder der Witz bei den Simpsons auch rum. Was gibt's denn hier? Verwitterte Quests. Das sind mir die besten Quests. Aufruf zur Schlacht. Handelsposten müssen wir. Belohnung aus der Schatzkammer. Können wir da was holen? Jetzt sind wir hier. Und ich sag's nochmal. Donegal ist keine schlechte Stadt. Es ist wirklich eine der schöneren Hauptstädte, die wir in den letzten Jahren hatten. Mit Oribos wurde ich zum Beispiel nie warm. Und Valdragen war jetzt auch nicht grundsätzlich hässlich. War mir aber zu verwinkelt. Beziehungsweise zu, ja, Höhen- und Tiefenebenen. Also, hab mich da nicht so zurechtgefunden. Ich habe aber auch nicht lange den Endcontent mit Valdragen gespielt, das muss man auch dazu sagen. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall Donegal schon ein bisschen besser, aber im Verhältnis zu der Stadt hier unten ist es halt trotzdem hässlich. Obwohl es hübsch ist. Also ich finde das da unten so schön. Ja. Ich will auch gleich wieder runter. Ich spiele ab sofort nur noch in dem Gebiet. Ehrlich. Darf mir da was abholen? Oh. Ein makelloses Radsiegel bekommen. Was kann man damit machen? Wahrscheinlich abgeben. So, das ist Schmuck. Benutzen. 584 Charakter. Ja, müssen wir. Das ist zu gut. Der Gegenstand. Wir müssen ja mal langsam unser Equipment ein bisschen pushen. Ja, es wird, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon, oder auch vorletztes Mal, weiß ich gar nicht mehr genau, geguckt, was es beim Jubiläum gibt. Und da bin ich natürlich auch gespannt. Noch eine Unterbrechung. Gewinnt 4 Schlachtfeldpartien. Zurück zur Arbeit. Ich nehme es mal an, weil das neue Schlachtfeld möchte ich mir. Gibt es ein neues Schlachtfeld? Ja, auf jeden Fall werden wir nochmal Schlachtfelder machen. Jetzt nicht heute zwingend, aber irgendwann die Tage. Genau, ich hole mir die Händleranleihen. Da dürfte es, euch haben wohl die Geister, glaube ich, nichts Neues geben. Nee, immer noch dieser. Genau. Aber wenn die Jubiläumssachen kommen, dann gibt es ja jede Menge Sachen, die mich an Warcraft 3 erinnern. Und das machen wir auf jeden Fall. Ja, Braufest lassen wir mal außen vor.
Und wir gucken mal, ob ich da jetzt was abgeben kann. Sprecht und werdet gehört. Ah. So, jetzt könnt ihr schon wieder runterporten, was aber Schwachsinn ist, aber wir wollen ja schneiden. Ich muss noch mal gucken, ist es hier? Also allmählich kann ich mir's merken. Da ich in Donegal nie groß, Donegal in Altrak nie groß geschneidert habe. Kleines bisschen tut's mir auch weh, dass ich dann das letzte Addon nicht ein bisschen weitergespielt habe. Ich war halt so massive angepisst, dass ich so wenig Frames habe mit meinem guten PC in World of Warcraft, obwohl es beim Spielen gar nicht so stark ins Gewicht fällt. Aber ich mich trotzdem geärgert, dass die Frames so rapide im Baldrag in den Keller gefallen sind. Und dann habe ich erstmal andere Spiele gespielt und dann habe ich es halt einfach ignoriert. Aber trotzdem, hier hätte ich ein bisschen mehr schneiden können, hätte ich ein bisschen mehr spielen und questen können. Also so schlecht war das Addon wirklich nicht, wie ich es vielleicht in Erinnerung habe. Und jetzt spiele ich es trotz der schlechten Frames, weil das hat sich nichts getan. Mein PC ist nicht wirklich besser geworden. Und das Spiel ist nicht optimierter geworden. Wenn ich einen neuen PC habe, nächstes Jahr irgendwann. Vielleicht tut sich dann was bei den FPS. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Gut, wir schneiden. Und zwar brauchen wir erstmal wieder hier zerfasern. Den Stoff. Was ist, wenn wir uns konzentrieren? Weiß ich nicht, wir konzentrieren uns. Vielleicht gibt es mehr Stoff dann. Stoff ohne Ende Teil 1. Stellt 100-mal mit dem Beruf. Wow. Also, ich finde Achievements gut, wenn die irgendeinen Mehrwert haben. Einen lustigen oder sinnvollen Mehrwert. Aber einfach nur mal 100-mal irgendwas herstellen und dafür kriegst du 10 Punkte. Ja. Kann man machen, aber weiß ich jetzt nicht. So, uns fehlt immer hier an dem hier, das ist klar. Ich wollte doch diese Tasche herstellen. Hier, für die Tasche können wir schon gar nicht mehr leveln. Aber für die Reagenzientasche, da brauchen wir noch einen exquisiten Ballen. Können wir da einen herstellen? Nö. Warum nicht? Weil Weberstoffballen fehlen. Gut, wir kaufen mal von denen. Ich weiß nicht, ich kann. Oh, ich habe noch Rouge verkauft. Ich kann eigentlich mal von diesem Faden hier diesen eh ratzfatz aufgebraucht. So, ich muss ja eh Ballen daraus machen. Also können wir das auch machen. Schon wieder nicht vom Faden, ne? Ich kaufe jetzt nochmal 100 von denen. Was ist denn der Stack? Steht das dabei? Ups. Moment. Das konnte, glaube ich, Adipex, oder? Betterbacks zeigt mir nicht an, wie hoch das Deck ist. Egal. Wir stellen noch einen her, ja. So, dann stellen wir auch mal einen von denen noch her. Und jetzt können wir diese Reagenzientasche machen. Biberstoff-Reagenzientasche. Für dieses Rezept müsst ihr anlegen eine 36-Platz-Reagenzientasche. Ich bitte darum. Einmal herstellen, bitte. Jetzt.
ist die Frage, ob sich mit der Geld machen lässt. Im Auktionshaus. Weiß ich nicht. Wo ist es denn, das Auktionshaus? Das da, oder? Handelsaufträge. Weltweise, haltet den Kurs. Okay. Mögen euch die Winde leiten. Erfüllt Schneideraufträge. Erfüllt drei Schneideraufträge. Seht euch in Ruhe um. Ich habe Waren hier, falls ihr welche braucht. Es ist nicht das Aktionshaus, aber es fühlt sich so an. Ach, da kannst du Handwerksaufträge. Ach so, die stellen mir jetzt Aufträge und ich soll davon jetzt drei machen, oder wie? Das ist doch viel zu teuer. Ich soll hier eine Weberstoffreagenz Reagenzentasche für 10 Exquisite. Die kosten noch keine 10 Exquisiten, oder? Dafür soll ich eine Gebühr bezahlen? Nee, ich kann den Auftrag geben. Ich will keinen Auftrag geben, ich will die machen. Was ist es? Die Morgenpin-Reagenzientasche? 38 gibt also noch höhere. Okay, was gibt es für normale Taschen? 32, 36. Also 36, 36, 36, 36. 34. 38er gibt es nicht. Zumindest hier nicht. Oder bei 36er gibt's. Mhm, also vielleicht könnte ich noch eine bessere schneiden. Okay. So, das sind jetzt die Handelsauftrag geben. Aufgeben. Wie wäre es denn mit Handelsaufträge kriegen? Was sucht ihr? Die Gerechtigkeit. Ihr merkt schon, ich bin überhaupt nicht im Thema. Ich glaube, da tue ich mir offstream mal so ein kleines Tutorial-Video auf YouTube an. Da hat bestimmt einer was Schönes gemacht. Ich habe die Weisung, euch zu dienen. Meine Aufträge. Jo. Schaut euch gern wieder in meinem. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. So, warum ist da eine Sonne drauf? Warte. Wo ist denn, hier gibt's doch bestimmt, warte mal. Wo ist denn hier eine Wache? Ah. Moment mal, das sieht dann nach Aktionshaus aus. Stehen so viele rum? Ja. So, wo ist das Aktionshaus? Fragen wir mal eine Wache. Ich stehe vor dem Auktionshaus. Wer hätte das gedacht? Oh, die WoW-Marke. Genau, benutzen für einen World of Warcraft-Account 30 Tage lang. Oder 30 oder 13 Euro Guthaben. Also ich habe nie viel Gold gesammelt in World of Warcraft. Und ich glaube, wie viel habe ich insgesamt? Mit allen Chars zusammen, bei denen ich in letzter Zeit eingeloggt war, bin ich bei 179.000. Dann wäre ich ja pleite, wenn ich mir noch mehr sparen würde, um mir eine WoW-Marke zu kaufen. Man kann aber, sofern man reich ist und nicht arbeiten gehen muss, durch World of Warcraft spielen den ganzen Tag, sich die Spielzeit verdienen. Ob man schafft, in 30 Tagen so viel zu verdienen, ich weiß es nicht. Aber zumindest ist es möglich, mit Gold zu bezahlen. Jetzt wäre die Frage, wenn man Gold sich illegal kauft. Tut's nicht. Macht's nicht. Kein Aufruf. Ja, aber es gibt ja immer solche Goldfarmer und so. Ob ich so viel Gold
günstiger kaufen könnte als ein WoW-Abo Monat. Ich glaube nicht. Aber ich kenne die Preise auch nicht. Ihr könnt dafür gebannt werden, deswegen macht's nicht. Euer Account nicht wert. War jetzt nur für mich aus Neugier der Gedanke. So, also, hier gibt's Weberstofftaschen. Gut, 2000 ist wahrscheinlich kein Preis mehr, oder was? 36 Platztasche für 3000. Ich meine, ich brauche jetzt. Ich habe genug. Die Glutzeitentasche. Der königliche Ranzen. Die sind doch alle klein. Aber wir sortieren mal nach Plätze, bitte. Genau, also die Dämonen. Ne, die Dämmer-Spinnentasche. Die geht für 3,2 aktuell weg. Kann ich die nicht herstellen? Dämmergespinntasche. Das google ich am besten. Dämmergespinntasche. Das ist der Vorteil bei World of Warcraft, dass es so ein MMO-Platzhirsch ist, seit Jahren. Man findet dazu immer irgendwas im Internet. So, da müssen wir herstellen. Ich will eigentlich wissen, dass wir. Doch, Fertigkeit der Schneiderei, hier steht das. Schneiderei von Kaas Algar. Also gibt es erst seit diesem Addon, hinzugefügt mit Patch 11. Genau, also erst seit diesem Addon gibt es das. Reagenzien, zierendes Band. Ein Gegenstand, okay, eine Spule, bla bla. Wie lerne ich das Ding? Im Händler, oder was? Ja, oh, das Rezept. Da haben wir das Rezept. Level 80. Schneiderei. Was habe ich? 46. Da müssen wir noch ein bisschen, ne? Okay, gut, die eine Tasche. Also wir können mit den Taschen, das sind ja die billigen Einsteigertaschen, können wir offensichtlich nicht viel Gewinn machen. Also ein bisschen schon, aber naja. So, die Taschen anzeigen lassen, bitte. So, das ist mein Reagenzienbeutel des Sammlers. Und wo ist jetzt die Tasche? Hier, die müsste doch hier tauschen können, ne? Genau. Schon haben wir wesentlich mehr Platz. Und da landen natürlich nur Reagenzien drin, ist klar. Die anderen Taschen könnten wir uns herstellen. Wären halt nur zwei Slots mehr. Ne? Und ich habe ja über die Hälfte frei. Also. Das ist echt Quatsch eigentlich. So, wo war denn das Aktionshaus? Da oben, okay. Oh, wenigstens weiß ich jetzt, wo der Schneider ist. Gut. ja, wir müssen ja noch irgendwas herstellen. Ah, der Jutto, schön, dass du reinschaust. Hallo. Oh, du hast dein Bild geändert. Sehe ich gerade. Gar nicht mehr die Katzen. Fällt mir gerade auf. Ja, wir fangen später an, Sea of Thieves zu segeln. Wir hätten noch einen Platz frei, falls du dich spontan anschließen wollen würdest. Könnten wir die Galli nehmen. Ansonsten sind wir auf der Brücke unterwegs. Mir geht's soweit gut. Ich habe nichts zu beklagen. Schnupfen wieder komplett weg. Auch keine Schmerzen mehr in der Schulter aktuell. Alles gut. Wegbewegt und weggedrückt. Also, ich habe noch Urlaub übrig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Erzähl. Niemand kriegt mich auf eine Galli. Ach, du magst die Galli nicht. Okay. Irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ah, genau. Hätte ich auch morgen erzählen können. Egal. Es gibt bald die Möglichkeit, aber dieses Jahr wohl nicht mehr, dass man, wenn man Spieler auf Twitch zusammenspielt, dass man den Chat zusammenschmeißt. Finde ich eine sehr geile Option. Weil dass man über Twitch sagen kann, ich spiele jetzt mit dem Streamer das gleiche Spiel.
oder der Streamerin. Und dann sehen beide Dinge, haben beide einen kombinierten Chat und man sieht, wer aus welchem Chat gerade schreibt. Und alle sehen alles gegenseitig. Das ist halt in der Hinsicht super, weil Discord hören ja dann auch beide Streams. Ja, also Twitch hat so ein paar Neuerungen angekündigt, die mir sehr gut gefallen. Aber die werden erst über die, ja, über das nächste halbe Jahr ausgerollt wahrscheinlich. So. Laut deinem Dashboard geht das jetzt schon. Wirklich? Was musst du, das können wir dann Montag ausprobieren. Also morgen. Weil ich, es wäre auf jeden Fall witzig. Es gibt auf jeden Fall noch kein AV1 Streaming und kein 440p und so. Was kommt da? Und 4K Streaming wollen sie auch machen. Das würde auf jeden Fall noch dauern. So, wenn ich mir jetzt diese Hose herrsche, überlegst du, wie das liegt am zierlichen Band. Ich muss ja irgendwie leveln. Kann der mir hier noch irgendwas verkaufen oder sagt der, ich bin zu low? Und es gibt, also hier geht es nur bis Stufe 50 wohlgemerkt. Kriege ich mehr angezeigt, wenn ich höher level? Weiß ich nicht. Wir kaufen jetzt mal zierliches Band und stellen diese Hose her. Zierendes Band, nicht zierliches, sorry. Was kaufen wir denn 20 von dir? Ja, das kostet ja nichts. Egal. Was? Wieso wurde Wim geblockt? Ignorieren. Hab ich irgendeinen angeflüstert? Interessant. Mal gucken, ob es von World of das der World of Warcraft Instant Messenger hier oben. Ja, keiner. Du kannst nur noch die beiden Sachen lernen. Das ist alles, was er dir jetzt anbietet. Na toll. Aber es gibt doch bessere Taschen und es gibt doch bessere Rüstungen, dachte ich noch. Also, zumindest dachte mir WoW, hätte ich kein besseres Schneidern. Vielleicht bringt der mir nicht mehr bei. So, kann ich jetzt diese Hose herstellen oder was haben wir denn hier? Wenn es eh disenchanten, dann nehmen wir das, was billiger ist von Herstellungskosten. Kostet beides gleich, okay. Das sind die Schultern. Und das ist, das sind die Hände. So, was bräuchte ich eher? Das sind, warte mal. Die Schultern habe ich hier. Das sind die doch, oder? Mantel des Pioniers. Mantel des Pioniers, genau. Das heißt, ich könnte die besser machen. Oder Handschuhe. Da habe ich schon andere. Gut, dann machen wir die hier. Ja, durch Gegner kannst du Rezepte bekommen oder bei Händlern oder durch Raids und Dungeons. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, Dayoto. Danke für deinen Tipp auf jeden Fall. Aber ich hätte mir schon noch gewünscht, dass ich mir ein klein bisschen mehr noch herstellen lassen kann. Oder lernen kann, einfach nur durch einen Händler. Durch den Lehrer, besser gesagt. Gut, was haben wir denn jetzt bekommen? Ist da irgendwas davon besser von den Werten? Tempo und Meisterschaft, nicht mein Spielstil. Wartet mal, ich habe zu viele Fenster offen. Moment, ich muss die Taschen hier wieder ausblenden, sonst werde ich hier komplett mich schuggeln. Ah, danke. So, jetzt Charakter auf. Wo hat er die denn jetzt hingepackt? Bin blind. Habe ich die gerade weggeschmissen? Nein. Ich habe doch fünfmal dieselbe Schulter hergestellt. Die muss so irgendwo. Ah, da. Ach, die zählt er jetzt auf. Das ist ja dumm. Ich weiß noch nicht, was ich von Betterbacks halten soll. Ich wünsche mir meinen Alibacks zurück, aber das ist ja eingestellt worden. Du kannst doch nicht denselben Gegenstand zusammen addieren. Wenn die unterschiedliche Verzauberungen haben. Gut, mit Meisterschaft und kritischem Trefferwert bin ich eigentlich schon ganz happy. Und sonst sind die Werte eh gleich, ne? Gut, wird alle disenchanted. Also, wenn es die gleichen Verzauberungen gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, komm. Aber es waren ja auch unterschiedliche Verzauberungen. Na gut, machen wir den Crab klein. Gut, das kann ich gleich das eine noch lernen, die zwei Sachen noch lernen.
schon wieder weg. Zack. Nee, Quatsch. Hier, bei ihm hier. Eigentlich besser als das, was ich trage, oder? Aber lern's erstmal. Die Weberschnur der Algari. Was macht die denn? Benutzt, spinnt den Faden in eure Angelschnur und gewährt folgende Aura. Reagenzien. Ist das dann speziell was für... Ich wollte gerade sagen, für zum Angeln, ne? Ach ja. Ganze 500 Weberspulen. Natürlich. Die habe ich. Schneide ich mir aus den Rippen. Der Lack ist offen. Okay, ich hätte einfach nur keinen Ballen draus machen müssen. Ja, okay. Dann hätte man die wahrscheinlich gehabt. Okay, und was brauchen wir hierfür? Was ist das eigentlich? Anlegen plus 11. Ach, haben wir doch schon, oder? Haben wir das Ding nicht? Doch. Nee. Nee. Plus 5. Das ist nochmal besser, es ist plus 11. Okay. Die Exquisiten kriegen wir noch hin. Die haben wir offensichtlich dabei. Aber wo kriege ich die hierher? Eine Substanz, die leichte Spuren verbleiben, da kann Energie. Das ist doch vom Entzaubern, oder? Leylinienrückstände. Was sagt WoW-Held? Leylinienrückstände. Kennt er nicht. Wahrscheinlich, weil ich es auf Englisch hätte eingeben müssen. Okay, googeln wir es. Er wird das mir schon irgendwie finden. Brauchen wir unter anderem für diesen Ranzen. Enthalten in. Reagenz für. Gibt's Kommentare? Englische Kommentare. I found this from an irradiated blessing blossom. Videos. Oder ist es vom Bergbau? Ist doch Bergbau. Wartet mal. Kann man bestimmt im Aktionshaus kommen. Da wissen wir doch jetzt, wo das ist. Ich habe viele Waren für. Mit E. Ja gut, ich bin nur noch ein Behälter, ne? Ja. Die muss es irgendwo sehr einfach kriegen. Zu kaufen geben. Andererseits, wie viele brauche ich davon? Ich denke, das machen sich viele zu nutzen. Ja. Weil wenn ich jetzt bei Schneidern gucke, wie viel brauche ich denn für dieses Ding? Was ist das und warum bringt es mir so viel? Plus... Aber wieso verlernt? Spezialisierung von morgen bis zur Dämmerung. Welche Spezialisierung habe ich denn? Aha, wir können Spezialisierungen freischalten. Wer hätte das gedacht? Dank für euren Besuch. Werdet Experte?
Zusätzliche Stickerei. Werdet Experte im Herstellen von optionalen Fäden, die bei der Herstellung beste Handwerker gefunden können. Ich habe keine Ahnung, was davon jetzt sehr gut ist, oder? Ach, ich verstehe. Ich bin auf hochwertige Stoffe gegangen. Und wer disenchantet denn hier sein ganzes Leben? Ich bin auf den Sack mit dem gleichen geholt. Okay, ich verstehe. Ich kann dann hier sehen. Ja, ich verstehe. Die Anglermütze, Gärtnerhut, Kochmütze, Verzauber. Also entweder kann ich mich durch den Arbeitstisch, wo steht's denn, was ich hier brauche? Welthändler, da stehe ich auch, wo ich das kriege, okay. Gut, aber das kann wohl jeder herstellen. Aber ich hatte ja Sachen, wo bewusst drin dabei stand. Okay. Ich habe Schneider in der Tasche angezeigt, wo er sagt, ich brauche Wiederverarbeitung. Ihr merkt schon, ich bin verwirrt. Bin verwirrt. Genau, hier steht's ja. Fäden der Hingabe. Mit der Spezialisierung Fäden der Hingabe bekäme ich das. Da könnte ich mir bessere Sachen schneidern. Okay. So. Aber auch nicht alles. Die Armschienen gibt es dann nämlich nur, wenn ich von morgen bis zur Dämmerung nehme. Ich verstehe. Von morgen bis Dämmerung geht, glaube ich, echt am besten. Weil da krieg ich auch die anderen... anderen Ballen. So, was haben wir denn für Taschen? War das nicht die gute? Ach. Ja, morgen bis zur Dämmerung. Da gibt es auch die guten Taschen. Platztasche. Mein Gott, kann ich nicht mehr reden. Nee, also, ja, Rüstung kriegst du auch in Dungeons. Ne? Oder durch Quests. Was ist das? Das ist nochmal eine 36-Platz-Tasche. Und dann geben wir jetzt Spezialisierung. Wie heißt das hier? Morgen bis zur Dämmerung. Wollt ihr wirklich Spezialisierung morgens zur Dämmerung lernen? Ihr könnt weitere Spezialisierungen auswählen, wenn ihr die Berufe Schneiderei kannst. Ja, wir machen das. So. Gute Frage. Gute Frage, also das wäre dann das Morgengespinst. Das wäre dann diese 38-Platz-Tasche. Okay. Das heißt,
Wir würden zum Morgengespinst gehen. Okay. Hier steht jetzt, nutzt die Energie in den Fäden rund um Kasagawa, mächtige Stoffrüstung ergänzen, herzustellen, wodurch ihr pro Punkt. Bla 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 bla. Ha. Gut, und hier zerfasert sichere die Fäden. Ja, die plus 3 Genialität bei der Herstellung und Verwendung von. Wie viel Wissen habe ich denn? Ach, da. Das nächste geht's bei 15, oder was? Nächster Bonus bei Rang 10. Ah. Okay, gibt's also besonderes Wissen. Hier können wir uns jetzt auch noch was rauspicken, oder wie? Okay, werdet Experte bei der Herstellung von Fäden, bei der Herstellung von zusätzlichen Stickerei. Das ist. Kann man lernen, erlernt. Werkstoffzauberfaden hergestellt wird. Und hier bei Melanse Spezialisierung erlernt ihr die konservierte Stickereifaden. Ja, und welcher ist jetzt das Bessere? Weiß ich doch nicht. Moment. Weil wir lernen, dieser besondere Faden. Konservierte Stickerei von die meisten. Ah, ich verstehe. Okay, das klingt gut. Das heißt, wir brauchen den Weberstoffzauberfaden und den kriegen wir. Hochwertiger Stoff. Da. Oh, jetzt müsste ich hier doch wieder was Neues können, oder? Zum Beispiel diese Tasche kann ich jetzt. Gut, ich kann. Ich kann dementsprechend noch nicht, weil ich habe noch nicht den Stoff. Geschweige denn die Fäden, aber das ist erstmal. Stört mich nicht mit Details. So, mit diesem Faden hier kann ich. Das herstellen und dann kann ich dauerhaft um 479 Int aufsticken lassen. Okay, machen wir jetzt natürlich nicht. Da habe ich mich jetzt irgendwie verbessert. Ne? Ich habe eine Tasche mehr geschneidert. Gut, kleine Exkursion ins Tierreich. Ich muss noch eine weitere Tasche mehr abholen übrigens. Das habe ich ganz vergessen letztes Mal. Nehmen wir den Ruhestein. Was fährt denn da? Ach so, es wird gezogen. Okay, ich habe die gerade ausgewendet und dachte, da fährt irgendwie so ein Panzerähnliches. Vergesst es. Aber wir holen uns noch eine kostenlose Tasche. Es gibt zwei Stück. Eine haben wir ja schon eingesammelt. Und die andere sammeln wir jetzt ein. Ach, ich mag dieses Gebiet. Ich mag die Musik. So, die ist, glaube ich, hier irgendwo ist die Tasche.
Wenn wir da reinfliegen. Offensichtlich. Ich guck kurz nach, wo die genau ist. Doch, wir sind doch richtig. Ach, ganz da unten? Okay. Wir waren halbwegs richtig. Da. Wir haben bekommen eine 34-Platz-Tasche. So, Moment, hier. Hat er die jetzt schon? Taschenanzeigen. Ja. Genau, eine 34 tauschen wir die auch noch aus. 34, 34, 32, 32 und 36 für Reagenzien. Das ist doch schon mal in Ordnung. Aber was mich jetzt viel mehr interessiert ist, können wir da reinfliegen? Und wenn ja, warum tun wir es nicht? Okay, sie wollen nicht. Na gut. Machen wir die Instanz noch, ha? Huh? Wie heißt sie denn? Priorität der heiligen Flamme, die Trauer eines Bruders. Sollten wir schaffen, solange wird das nicht gehen. Acht. Dann gehen wir mal in den Dungeon Browser. Spezifische Dungeons. Ja. Wie heißt das Ding? Heißt nur, oder heißt nur so die Quest? Welchem Dungeon denn? Priorität der Flamme, die Trauer eines Bruders. Muss ja eins von denen sein. Priorität der heiligen Flammen, das da. Ja. Trauer eines Bruders heißt wohl die Quest. Ist denn der Dungeon-Eingang dazu irgendwo unter mir? Hier wahrscheinlich, ja. Hier ist irgendwas Blumiges. Oder ist das Ding oben? Das ist der Dungeon-Eingang. Wir müssen die Krankheit hier heilen. Geht mit der Erdenmutter. Seid gegrüßt. Okay, ich wollte gerade sagen. Wir sind für dir schon angemeldet. Ja, ansonsten, gut, ich hätte das schon längst annehmen müssen, aber dann wäre ich beim Schneidern rausgerufen, das wäre auch doof gewesen. Können wir mal die Main Quest da schon mal annehmen. Was hier? Ah. Gut. Wenn es so schnell geht, dann geht's so schnell.
Als Gegner? Neutrale zumindest. Die Expedition schuf mit dem Priorat einen Ort, wo man Belidas Geheimnissen nachsinnen kann. Die Wachen wollten euch töten? Hauptmann Tarnscheibe? Irgendetwas. All seine Leutnants unterstützen seine Vorgehensweise. Lockt sie fort und schaltet sie auf. Er ist im Damage ganz vorne! Gut, aber für Flächenschaden in so einer random Instanz ist das auch nicht schwer. Jetzt stinke ich ab im Damage. Problem ist halt bei dem Damage, du hinkst dann so schnell hinterher, weil weil die Gegner dann so schnell sterben, bevor ich den nochmal Damage drücken kann. Im direkten Damage stink ich ab, aber im Flächendamage kann ich überhaupt punkten. Zumindest so wie ich spiele mit meiner Skillung. Euer Ausbildungsgelände ist in der Hand der Eindringlinge. Ich versuche Schritt zu halten. Ich bin nicht so schlecht für mein Gear, aber er ist an Luft nach oben. Aber es ist auch eine random Instanz. Ne? Das war dumm. Oh, da ist irgendein Stoff getroppt. Ah, das Morgengespinst. Droppt das vielleicht jetzt erst, weil ich es jetzt erst spezialisiert habe? Oder droppt das nur in Instanzen? Das brauche ich ja für die gute Tasche. Ich will reich werden. Ich will meine WoW-Marke nur mit Taschen. Verdienen. Die Eindringlinge besudeln den Altar der heiligen Flamme. Tun wir das? Oh.
durchschaue ihren Schatz. Sie wollen mich ohne meine Leutnants erwischen. Sind der wahre Weg für die Arati. Talschrei war einst ein Held der Arati. Wie war. Konnte das Priorat ihn dazu bringen, sich gegen Heilsch... Sind das die Lakaien von Stahlstoß? Machen! Machen! Oh Gott, gibt das gerade Flächendamage. Hat das gerade Damage gegeben? Nur Zahlen gesehen. Geil. Stoff. Ah, müssen wir drüben noch machen. Na gut. Uhu, Zahlen. Oh oh. Hatte ich, glaube ich, ein bisschen viel Aggro gezogen. Frage ein bisschen Kraut und Rüben, aber es. Sie hat keinen Nutzen mehr für das Reich. Die Getreuen werden sich bald erheben und die Arati werden auch siegen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Baron, zeigt, was ihr wert seid. Alle, die sich gegen den Kaiser stellen, werden fallen. Mhm. Beim Willen des Kaisers. Okay, da ist er schon. Brauchen wir den? Ja.
kann nix. Morbet hat das Priorat von einem Ort der Besinnlichkeit in einen der Aufruhr verwandelt. Warum? Sie hat immer die Willensstärke. Schöne kleine Instanz. Hat sich da nicht auch jemand beschwert im Reddit oder so? Hat nicht irgendwer aufgedröselt, dass die neuen Dungeons ja viel zu kurz wären? Immer nur noch 3 Bosse statt 5 oder 4? War das als negativ aufgefasst? Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das wirklich schlechterer Content ist, wenn die Dungeons kürzer sind? Ich glaube, es ist der Entwicklung des Spiels einfach geschuldet, beziehungsweise der, also eine Entwicklung, wie die Leute spielen heutzutage, weil man will ja immer mehr weniger angebunden sein, man will immer wieder schnell irgendwelche zu Erfolge kommen können, man ist das gewohnt. Aber nicht. Und ich glaube, das sind kürzere Instanzen lieber den Leuten. Ich poliere bestimmt nicht. Ah, Table, please. Habe ich nicht gelesen. Hat das anderweitig irgendwann geschrieben? Man rennt hier eigentlich nur durch, ne? Ja. Das heilige Flamme wird ihn nur wieder zum Dienst rufen. Ja, okay, es ist so eingestellt, dass man die auch noch pullt. Machen wir die eben auch noch nass.
Ihr haut ab. Lass mir meine Ruhe! Das Reich wird euch brennen sehen. Irgendwas bekommen. Es ist wahrscheinlich schlechter. Jo, geh mal raus. Fanatiker werden unseren Glauben nicht weiter zur Vernichtung führen. Hi Traum, schön, dass du reinschaust, hallo. Ja, das war wohl gerade die Instanz. Wie willst du es anders machen? Also ich bin ja hier lang gesegelt, hier lang geflogen und dachte mir, warum können wir hier nicht rein, obwohl hier hinten offen ist. Ja, die Instanz startet quasi hier, wir fliegen automatisch dann hier rüber und haben dann das hier in einer instanzierten Umgebung und machen hier die Aufgabe, ne? Also machen hier die Quest durch. Ganz nett, hat Spaß gemacht und war auch relativ kurz, kurzweilig. Ganz chillig. Da. Der Kaiser belohnt die Getreuen. Ah ja, dann. Das Reich ist ewig. Ah ja, dann. Und wieder eine Quest abgeschlossen. Gut, halbe Stunde haben wir noch, bis wir mit Sea of Thieves anfangen. Da können wir zumindest mal die Main Quest dann noch ein bisschen starten. Hab ja lang geschneidert heute. Aber ja, was haben wir denn hier noch im Angebot, das wir gerade gekriegt haben? Warum darf ich nicht vergleichen? Ah, jetzt. Gop. Weiß nicht, was ich davon halten soll. 4642, vielseitige Meisterschaft. Nee, lassen wir mal. Ansonsten ist das auch schlecht. Da kann man auch disenchanten und das ist crap. Okay. Hannibal und ich fangen an, Traum. Und dann kommt noch Demon King dazu, weil der Psyche ist heute nochmal mit Hero verhindert. Da wir trotzdem Spaß haben, zusammen zu segeln, ne? Machen wir das so. Und sonntags müssen die Sonntagspiraten ran, das ist. Der Name ist Programm. Wir müssen auf Beledars Verschiebung vorbereitet sein. Für das Reich. Die Dunkelheit kommt. Wir sind bereit. Wir müssen jetzt nochmal darüber. Egal, wir hören dir jetzt zu. Ich suche jeden Tag. Also übrigens, bleibt ein Weilchen und hört zu. Das ist, ich sag's nochmal, der Running Gag aus Diablo 2, glaube ich. Eins war es, glaube ich, nicht. Der Deckard Cain stand da. Und wenn ihr den angeklickt habt und der wollte dir was erzählen, stand da immer, stay a while and listen. Hat er, glaube ich, auch gesagt. Und das ist auch ein prägnanter Spruch für Deckard Cain gewesen in Diablo 3. Und natürlich bei Heroes of the Storm. Und jetzt packt Blizzard den aus, wann sie können. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wir brauchen die Frigates den Kindern, Rüstmeisterin. Generale. Es stünde mir nicht zu, euch davon zu berichten, dass es ihnen gut geht und sie sich darauf freuen würden, ihre Großmutter beim Abendessen zu sehen. Absolut, Soldatin. Wie steht es um unsere Bestände? Geweihte Alchemie geht uns aus.
Die letzte Lieferung des Priorats. Das sind doch dieselben. Die Kronsprecherin. Ich habe mehrere offizielle Anfragen gestellt. Also die spricht doch quasi mit sich selbst. Alle ignoriert. Ich werde mit der Priorin sprechen. Wir sind darauf angewiesen. Ja. Sonst werden noch mehr sterben. Das sind die gleichen. Also Aurelia Stahlstoß und Generalin Stahlstoß. Wahrscheinlich sind die auch Schwestern. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, die gleiche Synchronsprecherin zu nehmen. Aber das war doch definitiv die gleiche Stimme, nur ein klein bisschen andere Tonnuance. Zwillingsschwestern sind es auf jeden Fall nicht. Aber gut, ist mir nur gerade so aufgefallen. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ich bete, dass die Flamme uns den Weg leuchtet. Ja, keine Ahnung. Also, wir haben jetzt zugehört. Aber eigentlich müsste... Ah, da. Nee. Die Glocke schlägt, heißt das Ding. Da drüben irgendwo. Ah ja. Mein Glaube entfacht meine Hoffnung. Seid stark. Geht zum Haupttor. Bleibt drinnen, Kinder. Okay, dann gibt's jetzt den großen Angriff, oder wie? Und wenn ich sage, nee, ich will erst die andere Quest machen. Weil die zwei kurzen Quests gehen, glaube ich, schneller. Vor allem, ich war hier ja schon, hab gequestet. Wobei, war ich auch hier hinten? Gute Frage. Glaube nicht. So, was müssen wir hier tun? Adlerfeli, was ist das? Benutzen, wirft eine flammengehärtete Harpune an dich. Ah. Weit weg, hä? Ja, wobei. So, hat jeder Adler Fleisch dabei? Bisher mal ja. Oh, haben wir die auch was? Brauchen die auch was von uns? Nee. Aber ich muss ja doch noch mehr machen. Was muss ich noch tun? Lichtgebadete A. Eine wilde Schaft, aber man kennt sie. Das nenne ich meine Sperrreichweite hier. Kann ich hier gleich einen zweiten holen? Ja. Okay, macht er nicht. Ah, nein, 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 nein. Ja, okay, das will er nicht.
Ich bin schuld. Wollte zu viel. Ich mag es, wenn Quests eine 100%ige Drop-Chance haben. Es gab in der Vergangenheit von World of Warcraft so viele Kill- und Sammelquests. Beispiele nehme ich immer wieder gerne, die makellosen Trollohren. Du hast schon den 50. Troll gekillt und hast erst 3 Ohren von 5. Und dann gibt es dann die Begründung, ja, makellos, der war, du hast den halt immer so beschädigt, den Troll, dass die Ohren nicht makellos waren und deswegen zählst nicht, ja. Dann das Gegenargument, ja, aber wenn ich doch auf Trollohren aus bin, dann töte ich den Troll doch, indem ich ihn in den Bauch steche. Und lass die Ohren ganz, aber naja. So ist es halt nun mal. Immer wenn bei WoW makellos dabei steht, was man braucht, da weiß man schon, die Dropchance ist erhöht. Nicht erhöht. Die Dropchance wird länger dauern, weil sie nicht erhöht ist. So. Deswegen mag ich das. Aber hier steht nicht dabei. Nein, hier steht Adlerfilet. Steht nicht makelloses Adlerfilet. Also, hohe Dropchance. Finde ich gut. Was für knapp. Mir ist es persönlich auch immer lieber, wenn ich mehr einsammeln muss. Und dafür ist die Dropchance hoch. Als dass ich weniger einsammeln muss und die Dropchance ist sehr gering. Geschmackssache. Ne? Aber ich mag's. Ich fliege bewusst einen Bogen um den Torbogen. Oh, weil ich die Quest noch nicht starten will, bevor ich die anderen zwei nicht abgegeben habe. Geht's. Oh, die muss ich ganz woanders abgeben. Okay. Hallo. Auf uns ruht alle Hoffnung. Seid immer vorbereitet für das Reich. Seid immer vorbereitet. Elf Familie Stahlstoß. Und wie? Dekoriert das Haus. Er macht Witze. Wie soll ich das Haus denn dekorieren? Nicht oben noch was. Das ist ein kleiner Murloc. Ein Plüsch-Murloc. Doch nicht hier oben? Ja, ich muss irgendwas anklicken, die ganze Zeit. Aber ich finde den Rest nicht. Nee, alles muss ja hier im Haus sein. Ah, der Banner. Und? Ja, da. Ah. Okay. Die heilige Flamme möge euren Weg erleuchten. Dieses Land war nicht das, was wir erwartet hatten. Auch mit Finesse.
Schneidet Gemüse. Haben wir getan. Werft den Käse in den Topf. Wenn ich weiß, wo der Käse ist, dann mache ich das. Werft Käse in den Topf. Da ist Käse. Ah, da. Schüttet Wasser auf den Kochtopf. Ah, da drüben. Wirklich? Ja, ich muss zielen. Bitte kocht nie so selbst zu Hause. Bitte nicht. Recht mit ihr. Wir sind weit weg vom Reich. Wir haben gesprochen. Kocht. Ja, wieso? Aber. Wie? Kochen wir. Werft so viele Zutaten in den Kopf, wie ihr könnt. Schon Theophies Ausmaße hier. Das Feuer ist aus. Werft mehr Dinge in den Kochtopf. Gießt Wasser drauf. Das ist eine komische Quest. Na super. Okay. Probiert. Ah, wir sind fertig mit Kochen. Ich muss das Überleben meines Volkes sichern. Okay, wir haben nicht am besten gekocht, aber wir haben gekocht. Was ist das? Rezept. Stellt euch bla 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 bla. Ah. Wir sind von Gefahr. Okay, setzt euch an den Tisch. Ach, jetzt wieder rüber. Na gut. Arbeit. Mehr Arbeit. Na gut. Ich geh dann mal. Die Erwachsenen sagen, dass man in der Dunkelheit aufpassen muss. Eines Tages werde ich Lampenanzünder sein. Only play when it's day. Monsters bite. Wieder Abzug in der B-Note, Blizzard. Wieder nicht die deutsche Sprachdatei verknüpft. Die Dunkelheit kommt. Wir sind bereit. Die Dunkelheit kommt. Wir sind bereit. Okay, es gab ein Rezept. Das ich wahrscheinlich noch nicht lernen darf, weil ich noch nicht stark genug mit Kochen bin, aber wir werden es irgendwann lernen, weil wir irgendwann hier noch kochen werden im Spiel. Mit dem Char. So. Ja, komm. Gehen wir noch davor und starten noch schnell die Quest hier. Nur noch 13 Minuten. Die Kobis greifen die Ehrengründe während Beledars Licht an? Wie? Ein Lampenanzünder. Seht, Generalin. Dunkelfeuer. Das ist Elrics Werk. Ich werde mein Volk schützen. Unsere heilige Mission. Arati! Drängt die Kobis zurück! Lasst sie bereuen, unsere heiligen Lande betreten zu haben. Dafür getötet. Ich krieg keine Unterstützung, oder wie? Gerade eben standen da noch Wachen und... Jetzt bin ich hier wieder die One-Man-Army. Na ja, gut. Oder in dem Fall die One-Magic-Woman-Army. Die One-Mage-Army? Ach, wie auch immer.
habe ich jetzt so ziemlich jeden gegrillt und gekillt, der patrouilliert ist, ja? Okay. Ich muss ja 15 töten, aber ich muss auch diese Anführer da töten, die sind da oben, ne? Hm. Miteinander verbunden, oder was? Sieht fast so aus. Mal den in der Mitte weg. Oh, da stehen die aber überall, dann nehmen wir zuerst den. Okay, der ist schon fertig. Hallo! Ja, alter Grimm, ich weiß. Die Arati, indem sie ihnen Angst einjagt. Kann nix. Nicht Messer brauchen wir auch, ja. So, einer noch und dann noch 8 Stück. Ja, die Nacht bricht an. Renilash beginnt. Kommt mit mir in die Schatten. Das ging schnell. Der Vorbotin Freude. Oh Gott. Okay, dem gehen wir lieber aus dem Weg. Wenn er ihn macht, dann helfen wir halt eine Runde. Zurückgeblinkt, dass sie den Meteoranschlag laufen. So muss es sein. Zählt er auch? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, das ist so ein kleiner Hilby, der zählt nicht. Nervt zwar, aber zählt trotzdem nicht. Sehen. Nicht noch einer. Er zieht Kraft aus der Dunkelheit. Ich auch. Vorsicht ist angebracht. Also ich werde da nicht reingehen jetzt. Oder müssen wir da reingehen? Okay, der ist genauso irritiert. Ah, wir müssen mit ihr reden. Mein Pfeil trifft immer. Elric glaubt, die Schatten retten ihn. Er soll sehen, wie wahre Macht aussieht. Ist er nicht abgehauen vorhin? Die Vorbotin hat von euch gesprochen.
kann ein Arati nur mit solchen Monstern im Bunde sein. Die heilige Flamme ist verloren. Rückzug! Nein. Wir können nicht stets vor der Dunkelheit fliehen. Die Angst überschattet den Glauben. Belidar mag uns geleitet haben. Doch retten wird er uns nicht. Steht mir gegen den Schatten bei. Zeigt dieser Vorbotin die wahre Kraft der Arati. Und wenn ihr gegen die Dunkelheit fallt, was machen wir dann? Wie es immer heißt, Generalin. Das Licht kommt zurück. Selbst wenn jemand anderes die Fackel trägt. Wir sind Sucher des Lichts. Auf uns ruht die Hoffnung. Tief im Herz des Schattens. Gemeinsam weisen wir den Weg. Für WoW-Verhältnisse gut gemacht. Wir sind weit weg vom Reich. Wir verlieren so viele an die Finsternis. Ein Leuchtfeuer in der Finsternis. Okay, also hier müssten wir dann weitermachen, aber wir wollen ja gleich mit Sea of Thieves anfangen und nicht mehr keine X-Quests mehr machen. Mit irgendwie reden. Ja. Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Aleria, was ist passiert? Jahrelang unterdrückte ich die Leere in mir, aus Sorge, sie könnte meinen Nächsten schaden. Als Dalaran fiel, nutzte ich meine Macht nicht. Und jemand anderes zahlte den Preis. Wie Elric. Wähnt sich Xalatath hinter ihren Schatten in Sicherheit. Sie irrt sich, denn ich kann ihre Macht gegen sie wenden. Ich werde alles tun, um ihre Bedrohung zu beenden. Ich werde es stets versuchen. Was Ferin sagte, ließ mich nachdenken. Vielleicht lag ich falsch dabei, was das Licht von mir will. Werde ich gebraucht? Wer ruft da um Hilfe? Muss ich jetzt noch mit einem reden oder hat sich's? Nee, sprecht mit Überlebenden. Ehrengründe gesäubert. Das klingt doch so viel wie... Also, dass der hier steht, muss ein Bug sein. Für mich sieht es eher so aus, als muss ich hier irgendwas... Also, ich glaube nicht, dass ich hier was bekämpfen muss, weil... Wir haben ja, genau, wir müssen hier gerade ein bisschen aufräumen. Jurijäger, danke dir. Resub, eben 43. 71. Monat auch noch ein bisschen. Danke dir, freut mich. Schön, dass du reinschaust. Ja, ich muss hier einfach nur ein paar Pflanzenkübel herrichten, mit ein paar Leuten reden. Easy Quest. Vor allem... Ich weiß nicht, ob das so eine Anlehnung an Warhammer ist. Die haben ja auch so dicke Rucksäcke und so hinten auf dem Rücken. Auf jeden Fall, die haben eine Flamme hinten in ihrem Schild. Oder Rucksack, was auch immer.
Direkt da, wo die Haare sind. Die Flamme brennt für uns alle. Also es. Oh, da kommt Hannibal. Wir haben einen Hype Train. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Der 37. Monat. Der Hannibal ist ihm dicht auf den Fersen. Seid immer vorbereitet. So, Warhammer ist besser als Warcraft. Also Warcraft beruht zumindest auf Warhammer. Weil, ich glaube, die Story war so, gefährliches Halbwissen. Die Story war, glaube ich, so, dass Blizzard, ursprünglich noch Silicon in Synapsis, früher, ein Spiel machen wollte im Warhammer-Universum. Aber, Warhammer wollte nicht. Und dann haben sie halt ihr eigenes Warcraft und ihr eigenes Starcraft gemacht. Ne? Ich glaub, so war's. Ich glaube, da haben meine Doku gelesen zu haben. Ne? Die heilige Flamme möge euren Weg erleuchten. Okay. Ja, Hiro, wenn du jetzt da bist, dann kannst du mitsegeln, oder? Dann nehmen wir doch die Galli. Weil Demon King stößt ab 21 Uhr zu uns. Ja gut, also diese sammelliche Quest, die kann ich auch noch irgendwann anders fertig machen. Ich fliege jetzt hier oben ins Gasthaus und lock aus. Was heißt Gasthaus? Reicht ja, wenn ich in der Stadt bin hier. Ja. Oder aber auch, doch jetzt. Genau. Können wir hier stehen bleiben? Was ist das? Ein sehr eigenartiges Mount. Gut! Du gehst bald ins Bett, du bist vertot. Alles klar, Jorega. Gut. Kannst ja gerne ein bisschen im Stream dabei bleiben. Das war's, der World of Warcraft für heute. Hier geht's die Tage weiter. Morgen wahrscheinlich nicht. Eher wahrscheinlich am Dienstag. Wir gucken mal. Weil ich mag zumindest mal hier noch das Gebiet fertig questen mit das schönste Gebiet. Ich sag's mal wieder. Altsturz gefällt mir sehr gut. Da gucken wir uns noch. Sprecht es selbst aus. Azjikahet oder so. Azjikahet, wie auch immer. Das gucken wir uns noch an. Da will ich auch noch ein bisschen questen. Hier gibt es noch viele Quests, die haben jetzt schon anlachen. Und wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 Mini-Dungeons noch. Ich freue mich jetzt schon. Aber auch ein paar Instanzen und auch Raids. Ja, das heißt, das ist dann so Stufe 80, der Endbereich. Das mag ich mir auf jeden Fall noch angucken. Auch hier mit dieser Spinnenstadt. Stadt der Fäden. Gucken wir auf jeden Fall alles nochmal rein. Das mag ich noch durchspielen. Und dann... Ja, spiele ich wieder anderes. Also vielleicht werde ich noch ein klein bisschen twinken und dann das Abo auslaufen lassen und warten auf neuen Content, aber ich bin nicht so der Hardcore-Raider, der sich jetzt mit Gilden rumprügelt, um die besten Items zu farmen und dann der beste Char zu werden im Damage und bla und blub. Die Zeit ist lang vorbei. Ich mag den Content sehen, ich mag die Story ein bisschen sehen, ein bisschen questen, ein bisschen leveln, das macht mir Spaß. Und dann gibt es auch wieder andere Spiele hier, so wie jetzt, der König der Überleitung. Wer nämlich da Bock hat, bleibt dabei. Wir spielen jetzt Sea of Thieves, aber für World of Warcraft ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.